Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Roast Market. Ich bin's mal wieder, Matthias Hoppenwort. Wir sind in den Hallen von Roast Market. Unser heutiges Thema ist Lungo und Americano. Lungo und Americano sind im Grunde Espresso-basierte Getränke, die bisschen länger sind, also nicht der komplett komprimierte Espresso, ja, der so stark und cremig ist, sondern ein bisschen länger, ja, dass man ein bisschen vielleicht mehr davon hat. Und es gibt zwei Arten, wie ich den machen kann. Und ich würde euch gerne eine ans Herz legen, aber ihr macht natürlich das, was ihr machen wollt. Also, was ist ein Lungo? Ja, ein Lungo ist ein Espresso, der, also ein Espresso-Lungo, ist ein Espresso, der im Grunde, sage ich mal, die Tasse voll macht oder die doppelte Wassermenge hat. Ja? Und wenn ihr euch mit dem Thema Brührezept auseinandergesetzt habt, wenn ihr dann zum Beispiel mit diesem Video, ja, dann werdet ihr feststellen, dass ich da über das Thema Brew Ratio rede, über das Verhältnis von Kaffeemehl zu Wasser. Und beim Espresso ist es ungefähr so als Startpunkt, als grobe Richtung 1 zu 2, also 1 Gramm Kaffee auf 2 Gramm Espresso-Getränk. Und beim Lungo ist es dann, wird es dann wahrscheinlich 1 zu 4, oder nicht? Und die Frage ist, wie stellen wir das her? Ich habe jetzt zum Beispiel meine Mühle und ich habe meine Mühle auf einen Mahlgrad gesetzt. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte das Ergebnis in derselben Zeit haben. Was wir sowieso haben sollten, was durchaus legitim ist. Weil in derselben Zeit lösen sich ungefähr dieselben Stoffe. Das heißt, ich habe dieselbe Geschmacksbalance aus sauer und bitter. Und dann schmeckt es eben rund. Problem dabei ist aber, ich stelle jetzt hier meine Mühle ein bisschen gröber und wenn ich jetzt einen Espresso machen will, muss ich wieder zurückstellen. Bei so einer modernen Mühle wie bei der Barazza oder bei einer On-Demand-Mühle wie der Kommandante geht das. Ja, ich kann da eben sagen, ich wähle eben für jeden Espresso oder für jedes Getränk, was ich mache, individuell jeweils den Mahlgrad. Aber es ist aufwendiger. Ich finde den Mahlgrad oft nicht beim ersten Mal wieder. Ich habe vielleicht ein bisschen Totraum. Es macht es für mich also ein bisschen komplizierter. Deshalb wäre eine andere Methode zum Beispiel sagen, ich verlängere das Ganze neutral, zum Beispiel mit Heißwasser. Das heißt, ich finde mein eines Brührezept für meinen perfekten oder den für mich jetzt in diesem Moment perfekten Espresso und verlängere das einfach. Ich verlängere das neutral. A, entweder auf 1 zu 4, ja, also auf ein Lungo oder eben auch für mein Americano, ja, in der großen Tasse. Tatsächlich für mich impliziert Americano eine Tasse Kaffee. Warum heißt er überhaupt Americano? Manche wissen es vielleicht schon, für die, die es nicht wissen. Ganz wunderbares Stück Kaffeegeschichte geht damit einher, dass die Amerikaner zur Besatzungszeit in Italien waren und dort eben auf diese italienische Espresso-Kultur kamen und dort eben der Kaffee, also der Espresso, eben sehr kurz ist. Der Amerikaner kennt aber seinen plörrigen Filterkaffee. Und der Italiener hat nur seinen Kaffee im Angebot und kann eigentlich nicht wirklich irgendwas anbieten. Ja, und deshalb kommt der Amerikaner jetzt, sage ich mal, hier an die Bar und will seinen Kaffee haben, aber eben nicht seinen Kaffee Italiano, sondern eben für die Amerikaner. Und das ist der Kaffee Americano. Und Americano wird einfach mit heißem Wasser gemacht und dann kommt der Espresso oben drauf. So, und wir probieren es jetzt einfach mal gemeinsam aus und machen das. Ihr probiert es zu Hause und ihr entscheidet, was euch am besten schmeckt. Zum Beispiel, Top-Tipp, machen wir den mit einem oder zwei Espresso. Ja, Amerikaner trinken. Es ist wirklich so internationale Standards. Ich will jetzt nicht mit irgendwelchen Stereotypen kommen, aber die amerikanischen Standards sind wirklich, verlangen wirklich einen etwas leichteren Kaffee. Ja, und die Europäer wollen ein bisschen stärker, die Skandinavier noch stärker. Deshalb überlegt euch, ob ihr mit einfachem oder zweifachen Espresso arbeiten wollt. Ich würde aber vorschlagen, probiert es mal aus, das neutral mit Wasser zu verlängern. Und genau das machen wir jetzt. Okay. Top-Tipp. Bevor ich das jetzt tempe und den Kaffee laufen lasse, Wasser zuerst rein. Ich sage euch einfach warum, weil die Crema intakt bleibt. Wenn ich jetzt meinen Espresso reinmache und dann Espresso, dann Heißwasser drauf ballere, dann ist quasi alles kaputt und das sieht ziemlich, ich sage jetzt mal, räudig aus. Ja. Stattdessen mache ich mein Heißwasser rein. Genau. Bisschen Platz lassen, weil wir füllen es ja noch auf. Mach mal Temp. Und dann lasse ich das Ganze einfach laufen. Ich nehme jetzt einen doppelten Espresso. Wir gucken uns gleich an, wie die Oberfläche ist. Ich probiere es und dann gebe ich euch Feedback, wie mir das schmeckt, wie ich es vielleicht verändern würde.
Ich finde die Americano-Methode eigentlich immer legitim. Ja, wenn ihr Gäste habt, ja, also für, sowohl für Lungo, aber gerade wenn ihr Gäste habt, zum Beispiel wollt ihr, habt ein schönes Brührezept eingestellt, wollt ihr es nicht drum rum machen, dann hey, serviert ein Americano, macht es vielleicht mit einem Doppio, denn meistens ist das zu schwach. Genau, ich breche das jetzt ab. Genau, man ist schnell. In vielen Gastronomien sehen wir das, dass es auch so gemacht wird. Man hat nur eine Espresso-Mühle und macht man eben ein Americano. Ja, wie gesagt, die Frage ist, ist es mit einem Espresso vielleicht zu schwach? Ich habe es hier mal direkt ein Doppio drauf gegeben, weil ich schon so eine Vorahnung habe. Genau, aber der Weiß ist in der Tasse. Ich probiere das jetzt. Ist sehr heiß, weil das Wasser natürlich jetzt kochend war vorher aus der Maschine. Aber ja, hey, das ist eine normale Tasse Kaffee. Das kann man so trinken. Ich finde es durchaus legitim. Ja, wenn man irgendwie in Verlegenheit ist oder wenn man irgendwie sagt, man will vielleicht so High-End-Kaffees ausprobieren, wird man vielleicht auf die Idee kommen, auch sich mit der Filtermethode auseinanderzusetzen, einen Filter zu Hause zu machen. Kostet nicht die Welt. Aber wenn man einfach eine schöne, kräftige Tasse Kaffee will, ist der Americano super legitim. Wir machen es nochmal Lungo zusammen. Ich mache aber zwei gleichzeitig. Einfach weil es sich anbietet. Ich mache es in der Tasse. Okay, ich bereite erstmal Espresso vor. Das Mahl. Kaffee. Ich habe relativ wenig Wasser genommen. Wirklich nur ungefähr die Hälfte, ja, sodass ich da ungefähr die Hälfte neutrales Wasser und die Hälfte Espresso habe. Konsequenterweise müsste ich sagen, wenn ihr euch die Brühvideos angeguckt habt zum Thema Brührezept, ich schätze das jetzt ein bisschen ganz korrekterweise, müsste ich das alles nachwiegen, möchte ich wirklich dazu animieren, das auch zu machen. Ich hab schon ein bisschen ein Gefühl dafür, das heißt, ich kann das grob abschätzen, wie das schmeckt und ich bin ganz zuversichtlich, dass es gut schmeckt. Durch diese Verlängerung ist es jetzt auch nicht so, wenn ich da ein bisschen daneben bin, dass es da komplett alles zerschießt. Das finde ich auch durchaus die Schönheit an so einem Lungo, an so einem Americano, dass ich nicht so extrem diszipliniert sein muss. Das Kuriose ist, es schmeckt halt ganz genau wie der Americano, nur ein bisschen kräftiger. Ich habe es hier nicht nachgewogen irgendwie. Würde ich euch natürlich immer empfehlen, gerade wenn ihr das noch lernt, durch die Americano-Methode, auch beim Lungo, wie gesagt, habe ich mein eines Brührezept, was ich überwache, was ich einfach nur strecke oder verkürze. Ich kann auch zwischendrin Zwischengrößen machen und es einfach abschmecken. Und dadurch finde ich es extrem viel einfacher. Das andere ist auch legitim zu sagen, ich verstelle die Mühle, jawohl, kommt da auch meine Extraktionszeit von 25 Sekunden, es läuft nur schneller Wasser durch. Wie gesagt, das ist so mein Lifehack, um diese Getränke easy zuzubereiten. Uns wird natürlich interessieren, wie sind eure Erfahrungen? Wie macht ihr Lungo und Americano zu Hause? Findet ihr das legitim oder habt ihr nochmal einen komplett anderen Vorschlag? Liked das Video sehr gerne, abonniert den Kanal und dann hoffe ich, sehen wir uns bald wieder. Bis dahin.